Servus Freunde der taktischen Unterhaltung, mein Name ist Tactical Viper und heute möchte ich euch den Loadout bzw. die Ausrüstung der Radioman-Klasse, der PAVN und der NLF näher vorstellen, sprich welche Primär- und Sekundärwaffen sie besitzen und welches zusätzliche Equipment beide nutzen können. Bevor wir loslegen mit der Ausrüstung, möchte ich euch ganz kurz noch den Hinweis mitgeben, dass ich hier gerade eine sehr frühe Version von Rising Storm 2 Vietnam spiele und hier und da natürlich noch ein paar Fehler auftauchen können. Und natürlich ist die Grafik noch lange nicht final, also bitte daran denken, falls ihr euch in den Kommentaren irgendwie beschweren wollt über Grafik oder sonstige Inhalte, das ist alles noch Work in Progress. Der Radioman besitzt als primäre Standardwaffe das Sturmgewehr AK-47 mit jeweils 4 Magazinen. Lasst euch aber nicht vom Namen der AK-47 blenden, denn wir nutzen hier nur die chinesische Kopie der AK-47 namens Typ 56. Allerdings haben wir hier mehrere Versionen zur Auswahl, wie es derzeit bei Battlefield 1 zum Beispiel der Fall ist. Wir können wählen zwischen der Typ 56 Typ 56-1, die hier mit einer nach unten hin abklappbaren Metallschulterstütze ausgestattet ist. Und zum Abschluss noch die AKM, also die moderne Version der AK-47. Wer nicht auf diese Sturmgewehre steht, kann alternativ zur Karabiner-Version der SKS-45 zurückgreifen, die mit insgesamt 8 Ladestreifen mit jeweils 10 Patronen zur Verfügung steht. Als Sekundärbewaffnung erhält natürlich der Radioman eine Tokarev TT-33 Pistole mit 2 Magazinen mit jeweils 8 Patronen. Wir haben zwar auch die Möglichkeit, eine andere Pistole auszuwählen, allerdings ist diese noch nicht im Spiel enthalten und folgt erst irgendwann mal später. Zum Abschluss des Videos schauen wir uns noch ganz kurz das spärliche Equipment des Radiomans an und da haben wir leider nur eine defensive Rauchgranate und zwar die RDG-1 der russischen Armee. Ja, und mehr gibt's aktuell nicht zu zeigen bei der Radioman-Klasse in Rising Storm 2 Vietnam. Falls es aber doch hier und da ein paar Änderungen geben sollte bei der Ausrüstung, werde ich euch natürlich ein neues Video zur Verfügung stellen, was euch natürlich die neuen Änderungen dann zeigen wird. Falls euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, diesem Video euer Like zu geben. Und falls ihr noch kein Abonnent von mir seid, dann abonniert jetzt schon mal meinen Kanal, um in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu Rising Storm 2 Vietnam zu verpassen. Das war's von mir und wir hören uns spätestens wieder zu einem neuen Video von mir. Bis dahin, euer Viper.